2, 3, Achtung! Fliegt das Becken! Das hätte sich überhaupt nicht gestört, dann, Alter. Das ganze Sofa mitgerissen. Es wird immer schlimmer. Ihr sagt, ich soll das machen und seht ihr, was passiert? Jedenfalls bin ich wieder am Start für euch mit einem neuen Video und richtig, richtig guter Laune und einer Team Becky Challenge und zwar eine neue Nicht-Wow-Sagen-Challenge. Extrem, extrem, extrem schwer, denn es geht um Turning Red. Dieser süße rote Panda, wer findet ihn bitte nicht cute? Bei dem muss man, glaube ich, einfach nur Wow sagen. Vor allem, wenn irgendwelche Leute auf TikTok die abgefahrensten Dinge machen. Seht am besten selbst, aber ich probiere es wirklich bis zum Ende durchzuhalten. Mal gucken, ob ich das schaffe. Macht unbedingt mit, schreibt mir am Ende in die Kommentare, ob ihr es geschafft habt oder nicht. Nicht schummeln. Und wenn nicht, sagt mir mal bitte, wo ihr verloren habt. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt auf mehr Team Becky Challenges. Bei 15.000 Daumen nach oben gibt's die nächste. Und ich würde sagen, let's go. Wusch. Darf ich es wenigstens süß finden? Ist ja keine Nicht-Ohrsagen-Challenge. Wie schnell man das verwandeln kann auf dem iPad. Vorher und dann wischst du einmal rüber nachher. Ich wünschte, so schnell würde es auch in Real Life gehen. Was ist das denn? Sag mir nicht, das ist ein Makaron. Was? Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so ein heftig aussehenden Makaron gesehen. Alter, ein roter Panda in einer Eiswaffel. Mann, das ist so schwer. Aber ich habe es nicht gedacht, nicht gesagt. Aber es war wirklich knapp. Also so ein Makaron habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Warte. Ist das nicht diese Boyband? What? Können wir mal bitte kurz darüber reden, wie gut das gemalt wurde? Süßes Herz. Das wollte ich sagen. Kurz durchatmen. Das war gerade richtig knapp. Ich sag so, dieses Wort, ne? Ist einfach schon so ein Reflexwort. Du sagst es einfach, du denkst es einfach schon. Das ist nicht mehr normal. Wie geht das? Mein Gott, sag mir nicht, das ist ein... Ein Kuchen, den man auch noch drehen kann und dann sieht er anders aus. Sag mir nicht, da kommen jetzt noch mehr solche heftigen Kuchen. Ey, da bin ich raus. Wenn man mit solchen Stiften malt und es sieht am Ende richtig gut aus, das ist krass. Das sind Skills. Ich sag's ja, genau so was meine ich. Das sind Malskills hoch 1000. POV, du sitzt neben Tyler. Oh mein Gott, sie sieht wirklich so aus wie sie. Und der Blick. Der Blick sagt alles. Kuchen. Kuchen! Jetzt sieht er noch so aus. Die Form wird erstmal gemacht. Dann kommt, ja, das drauf, was ich nicht aussprechen kann. Wie realistisch die Augen aussehen. Wie haben die das bitte so gemacht, dass... Das so aussieht wie Fell. Ich bin sprachlos. Wenn ich sowas sehe, ne, habe ich Bock, das selber zu backen. Aber ob es dann so schön aussieht, das bezweifle ich. Ich glaube eher nicht. Bestimmt so ein hässlicher Panda. Okay, warte. Ist das Slime? Sag mir nicht, das ist alles Slime. Oh mein Gott! Nein, das kann nicht echt sein. Wie haben die bitte dieses Spiegelei bekommen? Ey, mein verfressenes Ich, ne? Denkt, das ist Essen. Aber das ist Slime. Warum sah es so lecker aus? Ich versus meine Mutter, Part 2. Das malt anscheinend gerade die Mutter. Ja, ich würde sagen, wenn das Talent in der Familie liegt. Aber wie cool ist das einfach mal, wenn du eine Mutter oder einen Vater hast, der sehr gut zeichnen kann und du liebst es auch und dann kann man zusammen so irgendwie was malen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist voll die schöne Erinnerung einfach. Ich hab's noch durchgehalten, Leute. Warum sieht das immer so verdammt einfach aus, am iPad zu malen? Als würde sogar ich das hinbekommen, aber ich glaube nicht, dass ich so malen könnte. Cosplayt er? Warte, ist das nicht dieser Tyler oder so? Oh mein Gott, das Arm war zu geil. Mit Taunis drauf. Das ist aber richtig gut geworden. Wirklich, jetzt sah es richtig gut aus. Was wird das denn? Slime? Nee, oder? Warte. Boba? Ich sehe das da unten jetzt erst. Was? Turning Red Boba? Stellt euch so ein Bubble Tea vor. In den Farben von Turning Red oder so. Oder dass du es dann drehst und dann wird das rot, das Getränk. Habe ich das Wort gesagt? Ich hoffe ja nicht, ne? Ich find's nur cool. Nix anderes, okay? May von Turning Red.
Sie sieht tatsächlich so aus wie sie. Es ist ihr Double. Einfach mal May in real life. Wird sie jetzt zu... Ich meine, sie heißt Abby, oder? Ich glaube schon. Sieht jetzt allein schon richtig schön aus. Sie hat es da unten gemalt. Wow. Oh mein Gott. Nein! Nein! Ich habe so gut durchgehalten. Ich habe so schöne Sachen gesehen. Und jetzt denke ich, wow. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Dankeschön. Ich habe auf jeden Fall verloren. Sollte ich das nicht mal lieber wieder so einführen, dass wir 3 Leben haben? Weil sonst schaffe ich das einfach nicht. Ich glaube, das ist jetzt eine andere, oder? Aber sie sieht 1:1 aus wie sie. Oh mein Gott, mit den Haaren. Die Gesichtsausdrücke. Oh mein Gott, wie cool ist das? Ich lieb's. Ich lieb's. Was? No way. Das ist ein Kuchen? Also sie ist wirklich ein Kuchenkünstler, weil das ist krass. Und Leute, so sieht der fertig aus. Das ist doch nicht mehr normal. Also das verdient ein fettes Wow. Das ist einfach mal der krasseste Kuchen überhaupt. Funko-Pop-Figur gibt's auch noch? Oh, ich will ihn haben. Ich mag auch den fetten Kopf da. Der ist so süß. Okay, wer wird sie jetzt? Ich bin gespannt. Was, Tyler? Warum hat sie es so gut gemacht? Findet ihr nicht, dass es richtig, richtig gut getroffen worden ist? Boah, wenn man so schminken kann, ne? Wie ist es so, meinen Traum zu leben? Wie ist das so? Turning Red, was? Mit Bügelperlen? Ich habe mich schon immer gefragt, ob Leute daraus so richtige Kunstwerke machen können. Und jetzt habe ich meine Antwort. Das ist krass. Wie groß ist das bitte? Okay, ich habe meine Antwort. Was ist das? Das stellst du dir vor, wenn du klein bist und solche Bügelperlen geschenkt bekommst, ja? Dass du so ein Kunstwerk hinbekommst. Funktioniert nicht. Anscheinend braucht das jahrelange Arbeit, um das hinzubekommen. Wie kann man so realistisch zeichnen? Wie kriegt man das hin? Das sieht so aus wie die Figur aus dem Film. Also so wirklich so 3D irgendwie schon. So realistisch wie ein Foto. Leute, ich muss ehrlich sein, ich habe wow gedacht. Ich habe wow gedacht. Aber es hat sie auch wieder sowas von verdient. Oh mein Gott, warum sind die Leute so talentiert? Turning Red Nägel? Was? Das gibt's auch noch? Ich wünschte, jemand würde mir solche Nägel machen. Ich würde sie jeden Tag bewundern und bestaunen und voller Stolz tragen. Da wird wirklich an alles gedacht. Seht ihr das? Das passt einfach perfekt zum Film. Turning Red Make-up? Sie wird diesmal der rote Panda. Okay, ich bin gespannt, wie das Endergebnis aussieht. What? Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das ein bisschen creepy finde, aber auch irgendwie süß. Ich weiß nicht so ganz. Was meint ihr? Würdet ihr es eher zu Halloween tragen oder zu Fasching? Das erinnert mich wieder daran, dass ich gerne mal wieder mit Straßenkreide draußen malen möchte. Aber wenn, dann bitte sowas. Vielleicht sollte ich mir das mal vornehmen. Wie sieht's jetzt aus? What? Ich glaube, ich habe noch nie sowas Schönes gesehen. Auf der Straße. Und selber gemalt habe ich sowas auch noch nie. Aber für alles gibt's ja ein erstes Mal. Vielleicht sollte ich mich irgendwann mal daran wagen. Ich weiß nicht, ob das jemals so gut aussehen wird. Was ist das denn? Wurde das mit so einer Modelliermasse gemacht? Wie kann etwas so realistisch aussehen? Das sieht so aus, als hätte das eine Maschine gemacht, aber es ist alles per Hand gemacht. Oh, Maylin bekommt ein Glow-Up. Da bin ich mal gespannt. Puschel. Und was kriegt sie denn für glänzende Boots hier? Ob sie sowas tragen würde? Ich weiß ja nicht. Lipgloss. Lange Haare. Oh mein Gott. Es waren Sommerferien und Maylin hat einen Glow-Up bekommen. Du kennst deine Freundin nicht mehr wieder. Klarer Fall. Die Sommerferien sind schuld. Ich weiß nicht so ganz, ob es zu ihr passen würde. Ich glaube nicht. Ich kann mir sie einfach nicht so vorstellen über ihre Art. Alle, die den Film geguckt haben, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Oh, jetzt wird der rote Panda gemalt. Die verblenden das auch noch so, ne? Boah, das sieht jetzt schon... Ja, richtig schön aus. Oh nee, wenn ich sowas sehe, werde ich neidisch. Ich will auch gerne sowas malen können auf der Straße mit Straßenkreide. Die anderen malen so Strichmännchen und du haust so ein Kunstwerk raus. Turning Red Kuchen schon wieder. Ich glaube, der ist richtig beliebt als Kuchen. Aber so ein ruhiges Händchen hätte ich nicht.
Man erkennt wenigstens, was es sein soll, ne? Es sieht richtig gut aus, aber bei mir würde man wahrscheinlich nicht mal erkennen, dass es der rote Panda sein soll. Das wäre nur so ein Haufen Kuchen. Oh, schon wieder ein Turning Red Make-up. Und diesmal malt sie, glaube ich, nur den roten Panda. Ich wünschte, ich könnte allein sowas machen, aber ich kann es nicht. Macht sowas mal im Spiegel. Das ist richtig schwer. Und dann noch so gut. Also, wer mir sagt, Schminken ist kein Talent. Sorry, aber red mit meiner Hand, okay? Red mit meiner Hand. Menno, ich krieg's niemals hin. Niemals. Ey, das ist unmöglich. Ist das auch normal? Habt ihr es hinbekommen oder nicht? Also, falls jemand auch nicht hinbekommen hat, bitte lasst mich nicht alleine. Lasst es mich bitte wissen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hab euch so, so lieb. Und ja, ich freue mich, euch bald wiederzusehen. In meinem nächsten Video.